Also hierfür brauchen wir einen Dafür Spezialschlüssel. brauchen wir einen Spezialschlüssel. Ich wollte nur noch gucken, damit wir nicht nochmal hierhin laufen müssen. Wir haben aber eigentlich auch irgendwie überall Koordinaten gesammelt. Eigentlich nur nicht Salate und Niveau mitbringen. Eigentlich nur bei der Polizei nicht, oder? Hier waren, glaube ich, irgendwo welche. Beim Porter. Bei der Gasstation nicht auch? Dann auf dem Schrottplatz. Langsam weiß ich es. Ihr wollt zu Inspektor Cotter. Nein. Er ist wie immer in seinem Büro. Ich wollte. Ja, wollte ich auch hin, aber hier wäre auch nett. Vielleicht steht auf dem Becher noch so eine Koordinate. Aber wir können leider gar nichts hier mehr hier machen. Das ist total surreal. Alles surreal. Hallo. Scheint ja ein spannender Fall zu sein. Ja, wir brauchen noch mal Ihre Hilfe. Haben Was? Sie Informationen zum Tod von Alfredo Di Cava? Der Regisseur? Na klar. Ich habe alle seine Filme gesehen. Ich glaube, er war der Einzige, der nicht in Hollywood gedreht hat. Sein Studio hier in Rocky Beach steht seit seinem Tod leer. Wie ist er denn gestorben? Man fand ihn eines Morgens vor der Hitchcock-Statue. Es war sein Idol. Die Ärzte sagten, er hat einfach aufgehört zu atmen. Auf dem Friedhof scheint er aber nicht begraben zu sein. An einen Alfredo Di Cava auf den Grabsteinen kann ich mich nicht erinnern. Das war auch nur sein Künstlername. Wie hieß er nur richtig? Thomas Heinz. Liegt es auf der Zunge? Ich komme nicht drauf. Aber im Archiv lagern die Sachen, die er zuletzt bei sich trug. Irgendwo stand da auch sein richtiger Name. Können wir da mal nachsehen? Klar, aber nichts durcheinander bringen. Also ich trage auch immer meinen richtigen Namen dabei. Ich habe immer einen Zettel, wo mein richtiger Name draufsteht, ne? Klar. Auch geil. Thomas Heinz. Thomas Heinz. Kommt mir bekannt vor. Thomas Heinz, geboren am 21.03.1919, Augenfarbe graublau, Größe 1,79, wohnhaft in Rocky Beach, Market Street 3, Beruf Regisseur, Künstlername Alfredo Di Cava. Natürlich sind das die einzigen Kisten. 1, 2, 3, 4, 5. Mehr Morde gab es seit der Gründung von Rocky Beach nicht. Auf zum Friedhof! Okay, hier ist er abgekratzt, aber was soll denn der Garnemal tun?
Ich denke, dann brauchen wir die Taschenlampen auch nicht. Wir werden sie auf jeden Fall noch brauchen, habe ich so das Gefühl. Aber ich bin ein Niemand ohne den Stadtplan. Ach nee, aber wir lassen ihn doch besser hier. Weil wir nehmen bestimmt irgendwann noch was mit. Wie lange nehmen wir auf? 47 Minuten. Das hier wird ja nicht. Wie kommen wir jetzt nochmal zum Ach, da müssen wir erst wieder, ach, zum Porter und dann, ach, hier ist zum Glück der Stadtplan. Thomas Heinz. Da klappert irgendetwas drin. Scheint hohl zu sein. Dann sollten wir sie knacken wie eine Nuss. Auf dem Schrottplatz am besten, oder? Ja, das dauert jetzt alles ein bisschen, wenn wir keine Karte haben, aber. Was willst du machen? Die haben nur vier Hosentaschen, obwohl sie eigentlich drei sind und sechs Hosentaschen haben müssten. Aber, naja, auch egal. Ja, klar, 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 klar. Ich meine, der Titus hat ja auch noch einen, hier, der Onkel Titus hat ja auch noch einen Gefallen hier bei uns offen. Sonst verpetzen war der Tante Mathilda, dass wir Alkohol getrunken habe. Oh, hallo Jungs. Vielen Dank, dass ihr Tante Mathilda nichts von unserer Begegnung erzählt habt. Noch Kein nicht. Problem. Wir wollen nur kurz dein Werkzeug benutzen. Bedient euch. Ach so. Nee, das will ich nicht. C3. Ich hoffe, das war die letzte Zahl für die Karte. Wir werden sehen. Auf ins Studio. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein. Was war das denn jetzt? Was war das denn? Zum One Way. Aber
Ach nee, ich will ja zum anderen hier. Ich hoffe, das war wirklich die letzte. Wir haben 7. Es ist so eine ungerade Zahl. Zwei, neun, fünf, vier, drei, sechs. Zwei, neun, fünf, acht, vier, drei, drei, sechs. So. Vielleicht kriegen wir das sogar jetzt noch zu Ende gespielt. Wäre ja cool. Wieso lassen die Tür einfach nicht offen? Es ist doch keiner da. Weil es sind 8 Fächer und Gottzeichen, 3 Fragezeichen. Nun spielt für mich. Spielt, als ginge es um euer Leben. So. Was ist jetzt der Plan? Was soll das Ganze? Das muss hier hin, kein Zweifel. Oder nicht? Ach so. Verstehe. Das muss so hier hin. Ich begrüße dich. Nein! Fragezeichen. Nun spielt für mich. Spielt, als ginge es um euer Leben. Das könnte hier hingehören. Das. Oder da so hin. Oder hier. Nee, ich glaube, das kommt hier ganz an den Rand.